Moin Leute, hallo und herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, heute freue ich mich mal wieder. Eieiei, was freue ich mich. Diese Flasche habe ich schon länger bei mir stehen. Ich habe sie nie aufgemacht, irgendwie bin ich nie zugekommen. Und eigentlich wollte ich sie auf der letzten Whisky-Verkostung anbieten. Wir haben uns dann doch für andere Flaschen entschieden und so muss ich jetzt einfach mal dran glauben. Und zwar ist es ein Linkwood destilliert am 14.12.1998, abgefüllt 2015. 17 Jahre Alter, aus der Private Collection von Gordon und MacPhail. Ja, und dies hier ist eine Côte-Rôtie-Abfüllung. Und ich freue mich unwahrscheinlich, ich muss euch einfach erstmal diese wunderschöne, ja, was ist denn das? Mahagoni-Rostfarbe, kann man vielleicht so besser sehen, einmal zeigen. Ist der Wahnsinn. Oh, ich freue mich. So, zu Linkwood selbst. Linkwood selbst ist eine Brennerei, die 1821 gegründet wurde, damals unter Peter Brown, glaube ich, liegt in der Speyside. Heutzutage gehört die Brennerei Diageo. Ja, Linkwood ist so eine Brennerei, die, wie soll ich das denn sagen, die sich eher so ein bisschen im Hintergrund hält, von der man eigentlich sehr selten etwas hört. So, 45 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, so wie es bei Gordon MacPhail üblich und typisch ist. Wir haben hier die Private Collection. Hier haben sie nochmal ja, die ganze Geschichte von Gordon MacPhail hinten drauf geschrieben. Ja, mit Foto und hier und da und dies und jenem. Ich finde, eine schöne Verpackung, auch eine schöne Flasche, macht sie sehr edel. Preislich, nicht ganz ohne, 17 Jahre, na gut. Ist halt was Besonderes. 90 bis 100 Euro muss man so löhnen. So, und das, was ich jetzt von diesem hier weiß, ist, dass er in Ex-Bourbon-Fässern reifte. Ähnlich wahrscheinlich wie der 15-Jährige von Gordon MacPhail. Der reifte, bin ich der Meinung, auch nur in Ex-Bourbon-Fässern. Anschließend bekam er dann eine Nachreifung für 23 Monate in diesen Côte-Rôtie-Fässern. Das sind Rotweinfässer. Ich habe tatsächlich da jetzt keinen Bezug zu. Habe, glaube ich, noch nie Côte-Rôtie probiert, wie auch immer. Oder ein Wein, der da irgendwie ja dementsprechend reifen durfte. So, und hier schreiben sie noch ein bisschen was zu Côte-Rôtie. Ja, Weine, die schon vor 2400 Jahren von den Römern angebaut wurden, haben somit die ältesten Weinplantagen in Frankreich. Ja, braucht wohl sehr viel Sonnenlicht zur Reifung der Wein. Volle Farbe, voller Körper bei den roten Weinen. Genau, diese Ausführung des Linkwood wurde gefinished im Côte-Rôtie-Fass für 23 Monate und hat einen süßen, cremigen, vollen Charakter mit Aromen, Sommerbeeren, Sommerfrüchten und einer weichen Milchschokolade zum Abschluss. Ja, so ungefähr. Habe ich gut übersetzt? So, 4000 Flaschen gab es für die Welt, nicht sonderlich viel. Zu Gordon MacPhail erzähle ich jetzt nicht mehr viel. Bottle Code 12.10.2015. Ja, keine Einzelnummerierung. Das ist auch kein Einzelfass, ne, bei 4000 Flaschen. Genau, das ist hier 4.12.98, abgefüllt 2015. Warte mal. Jetzt muss ich mal rechnen. Ne, 17 Jahre hat er, richtig. Wenn der 12.10. abgefüllt wurde, 2015 und destilliert, 14.12. Ich habe irgendwo mal gesehen, irgendjemand schiebt 18 Jahre, ist er gar nicht. 45 Umdrehungen. So, habe ich was vergessen? Linkwood gehört Diageo hatten wir. Müssen wir mal ran. Ho, ho, ho. Ein Traum.
Ein Traum. Ich freue mich wirklich. Ich liebe Rotwein. Ich liebe solche Nachreifungen. Die Farbe macht mich einfach fertig bei so einem Whisky. Das hört sich alles sehr interessant an. Nervös, ne? Da bin ich nervös. Oh, wundervoll. So, machen wir uns mal bequem. Toll im Glas. Wahnsinnsfarbe. Kastanie. Ja, Rost. Oh. Volle Nase, rote Früchte, süße Beeren, ja, man spürt sie einfach, diese Weinnote, man spürt sie einfach, dunkel, schwer, fruchtig. Zeitgleich hat ja auch nur 45 Volumenprozente. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, muss ich nochmal dazu sagen, falls ich es vergessen habe. Diese 45% tragen die Aromen so schön. Ideal. Der dürfte nicht mehr und nicht weniger haben. Tja, jetzt musste ich mal für mich finden, was er für rote Beeren hat. Das ist natürlich schwierig. In so kurzer Zeit. Kirsche und Erdbeeren sind das nicht. Sommerfrüchte. Grüner Apfel. Hm. Könnte sein. Für mich sogar ein rot-grüner Apfel eher. Oh. Da kann man richtig lange dran riechen. Oh, ist der süß. Oh, ist der voll ausgewogen. Cremig. Also wer kein Rotwein mag, nicht zugreifen. Man spürt die Weinnote. Mensch, was ist denn das? Ist das vielleicht so ein bisschen... So diese Schattenmorellen, diese Kirschnote, vielleicht ein bisschen Erdbeere, Himbeere. So, Slonche. Oh ja. Jetzt kommt die Weinnote. Trocken werden im Mund. Erstaunlich trocken. Frucht. Süße. Jetzt kommt wieder, ja, Kirsche, Erdbeere ist es nicht. Es geht eher Richtung Himbeere. In der Nase rechnet man jetzt mit oder kriegt man diese extrem dunklen, süßen, roten Früchte. Das würde ja Erdbeere, Kirsche vielleicht so gehen. Jetzt ist die Süße aber nicht so extrem, ist so ein bisschen blass. Hm, schwer zu beschreiben, es geht eher, Himbeeren sind ja auch so nicht voll süß, ne? Die sind ja so halb süß. Schokolade kriegt er. Saugut. So muss Whisky.
prickelnd. Süße. Schoki. Und er hat, nach ein paar Sekunden setzt so eine leichte Würze ein. Das wird noch der Bourbon-Fass-Linkwood sein. Trocken, lang. Ganz viel auf der Zunge. Rest für gleich. Ja. Kann ich sagen, er ist nicht so gut? Nein, kann ich nicht. Dafür habe ich mich zu sehr gefreut. Dafür ist er mir zu gut bekommen gerade. Greift zu 4000 Flaschen für die Welt. Was kriegt Deutschland? 300? 400? Wenn überhaupt? Nee, ich glaube nicht mal. Fuck. Ja, ich weiß nicht, ob es die regelmäßig geben wird. Ob da vielleicht andere Jahrgänge nachkommen werden von Linkwood. Werden wir sehen. Ansonsten, wie gesagt, da er preislich doch relativ im höheren Bereich liegt, werden solche Flaschen länger durchhalten. Aber irgendwann ist auch sowas weg, sonst ein Fläschchen vielleicht zur Seite legen. Weil ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Mir gefällt er gut. Gut bis sehr gut. Trifft meinen Nerv. Ich mag dieses rote Weinfass. Saugeil. Oh, trocken ist er lang. Der ist immer noch da. Schön. Ja, guckt in die Flaschenteilung unten. Werde ich bestimmt drin haben. Zumindest für eine kurze Zeit. Ein bisschen was will ich für mich behalten. Abo könnt ihr oben da lassen. Würde mich freuen. Und wenn ihr ihn schon probiert habt, dann schreibt ihn mal unten rein. Ich freue mich. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Immer noch da.